Okay, Freunde, ich grüße euch ganz herzlich zurück zu einer weiteren Folge von MediWall 2 Total War. Wir sind gerade noch dabei, Hamburg uns zurückzuholen. Und wie man sieht, sie rennen. Ich hoffe nur, dass das Tor jetzt nicht zugeht, während wir jetzt hier durchrennen. Das wäre nämlich echt mies. Dann müssten wir nicht mit dem Rambock hier wieder auftauchen. Aber unsere Truppen sind ja gleich drin. Unsere Truppen sind ja gleich. Sehr schön. Okay, jetzt muss ich alle Truppen nehmen. Wo sind die denn alle hin? Hier hinten. Unsere ganzen Truppen müssen alle mit rein. Genau. Bevor die das Tor zumachen. Und ab hier auf den Platz. Und zwar zacki, zacki, dalli, dalli. Kommt schon, lauf mal ein bisschen. Gut, die sind schon erwärmt. Hier unten rechts steht dann auch immer, ob sie müde sind oder erwärmt oder erschöpft. Ja. Wenn sie dann total erschöpft sind, naja, dann ist nicht mehr viel mit dem Kämpfen. Aber wir müssen unbedingt hier rauf. Und man sieht hier an dem rot-blauen Balken hier oben rechts, dass wir schon auf dieser kleinen Minikarte hier, dass wir schon ein bisschen im Vorteil sind. Aber das kann sich auch wieder ändern. Also schauen wir mal. Zumindest ist das Tor noch offen. Das haben sie noch nicht geschlossen. Und da kommen die nächsten Truppen von uns. Sehr gut. Die schicken wir hier auch mit rein. Genau. Alle rein, alle rein. Klasse. Also ich glaube, bis jetzt. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wollte gerade sagen. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Na, hoffen wir es doch mal. Einfach hier rein, einfach jetzt in die Masse hier rein. Das ist jetzt eh egal. Wir müssen jetzt hier alles platt machen. Aber die Kavallerie würde ich schon lieber gerne ein bisschen zurückhalten. Die können wir ja mal hier auf den Platz schicken. Genau, die stelle ich hier direkt auf den Platz hier hinten hin. Denn wenn eine Truppe. Wenn eine Truppe auf dem Platz ist, ist das schon mal ganz gut. Dann läuft nämlich hier oben rechts gleich die Zeit ab, glaube ich. Und wenn die abgelaufen ist, gehört Hamburg uns. Boah, hier geht's ab, Freunde. Guckt euch das an, was hier abgeht. Voll das Getummel. Nein. Wir dürfen die Kontrolle aber nicht verlieren. Was ist denn hier los? Das ist unsere, ja. Unsere Bogenschützen. Okay, soweit sind ja fast alle drin, oder? Hier stehen noch ein paar feindliche Soldaten. Die können wir uns dann auch noch holen. Jetzt kommen sie eh, oder? Nee, die hauen ab. Die rennen wieder raus. Warum auch immer. Aber wahrscheinlich hier zu den Bogenschützen, oder? Genau, die können sich hier die Bogenschützen hier draußen holen, sich die Speerträger. Wenn alles klappt. Ja, schön. Kommt schon, schnappt sie euch. Bam, bam, bam. Genau, hier fallen sie. Sehr schön. Und jetzt kriegen sie wieder Panik und rennen wieder rein. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wie viele Mann haben die überhaupt noch? Wir müssen hier auf diesem Platz. Wir müssen hier versuchen, diese kleine Armee irgendwie noch zu besiegen. Ja, sehr gut. Ja, ich denke mal, das sollten wir schaffen, Freunde, oder? Nehmen wir uns einfach Hamburg weg. Kann ja wohl nicht wahr sein. Kommt schon, macht sie fertig. Macht sie einfach fertig. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay, schicken wir alle Truppen jetzt hier auf den Platz. Viele Feinde sind ja nicht mehr da. Hier ist noch einer, oder? Nee. Okay, ich glaube, die haben wir. Ich glaube, die Burg haben wir gleich gewonnen. Zurückdauer. 2 Minuten 18 Sekunden noch. Dann gehört sie uns. Zwei Speerträger-Trupps. Nimm ich mal mit. Und die schicken wir nochmal hier raus zu diesem Trupp. Oh, doch. Die gehen da noch mit raus. Die Bogenschützen können sich hier die hier unten schnappen.
Genau, und der Rest bleibt in der Burg. Schön. Mal Brandpfeile einsetzen, Freunde. Oh, jetzt kommen sie auf, jetzt kommen sie hier auf unsere Soldaten zugerannt. Zack, zack, zack. Kommt schon, schnappt sie euch. Oh je, jetzt kriegen unsere Bogenschützen aber richtig auf den Sack. Oder? Na, die hauen immer noch mal kurz ab, das ist schön. Die sind noch wegrennen. Ja. Okay, Kavallerie oder was machen wir jetzt? Wir brauchen Truppen, die jetzt hier noch mal rauskommen. Kommt schon, ja, hier sind sie ja schon. Die müssen den Bogenschützen mich helfen hier draußen. Genau. Ein Trupp geht daran, ein Trupp, na wohl. Nee, wir lassen beide Trupps, der Speerträger, lassen wir hier angreifen. Und ich denke mal, die Bogenschützen kommen mit denen schon zurecht da hinten. Oh, jetzt gibt es hier nochmal eine Schlacht. Ja gut, die Zeit läuft ab, 34 Sekunden noch, dann gehört die Burg eh uns. Und so wie es aussieht, haben wir dann auch Gefangene genommen. Klasse. Ja, so schnell kann es auch gehen, Freunde, in diesen Folgen hier, in diesem Spiel, dass man auch eine Stadt oder eine Burg ganz schnell wieder verliert. Ja. Das ist immer so ein Hin und Her dann. Es sei denn, wir sind stark genug, ne? Schauen wir mal. Schlacht fortsetzen. Wir setzen fort. So, und jetzt heißt es, alle Truppen fertig machen. Okay, dann gehen wir hier noch mit ran. Und die ganzen Truppen aus der Burg, die können wir jetzt auch wieder rausholen. Und mitkämpfen lassen. Die machen auch noch Ballett. Ja, unsere Truppen sind auch schon ganz schön erschöpft, ne? Unsere Truppe flieht! Unsere Truppe flieht! Nein! Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist gar nicht gut. Oh, jetzt kriegen unsere Männer Angst, oder was? Oh nein. Kommt schon, mach das Tor auf. Mach das Tor auf. Lasst uns raus! Okay, wo ist denn der General? Der General muss nochmal tröten. Oh je, zwei unserer Truppen rennen schon weg. Jetzt haben unsere mal Panik bekommen. Ist natürlich nicht so schön. Aber wir werden das schon schaffen, Freunde. Wir schaffen das schon. Aber der General muss weg. Der General muss hier weg. Nein, nein, nein. Das war unser General. Oh, hoffentlich gibt das jetzt keinen Ärger. Oh, oh, oh. Oh nein. Oh nein. Das sieht gar nicht gut aus. Ich sag ja, das Heilige Römische Reich ist aber auch stark. Die haben so viele Männer. Naja, und diese zwei Truppen hier unten, wo der Mauszeiger gerade ist, die kann ich jetzt nicht mehr anklicken, weil da eine weiße Fahne umzusehen ist. Und das bedeutet, die sind immer noch im Fluchtmodus. Aber man sieht, das Heilige Römische Reich ist auch schon wieder in Panik. Die fliehen auch schon wieder. Also könnten wir ja doch noch Glück haben. Wir müssen jetzt aber wirklich alle erledigen. Sonst haben wir die Schlacht nicht gewonnen. Wir müssen bis auf den letzten Mann jetzt alle erledigen. Oh, ist das knapp. Das wird knapp, Freunde. So, den haben sie jetzt auch erledigt. Okay, der ist weg. Oh, Freunde, wir haben es geschafft. Ja. Boah, war das eine Schlacht. Okay, also Heiliges Römisches Reich hat wirklich alle Mann wieder verloren. Na, die wollten sich ja mit uns anlegen, ne? Selber schuld. Und wir haben 140 Mann verloren. Aber egal, der Sieg ist unser, Freunde. Ja. Der Feind liegt besiegt am Boden. Wir waren siegreich. Oh, sehr schön. Ehre und Sieg. Jetzt können wir nur hoffen, dass das Heilige Römische Reich nicht nochmal angreift. Beendet die Feindschaft mit dem Heiligen Römischen Reich. Das heißt, wir müssten jetzt einen Diplomaten dorthin schicken und versuchen, mit denen Frieden zu schließen.
Haben wir einen Diplomaten? Ja. Gut, dann schicken wir den mal hier runter. Setze die Reise morgen fort, mein König. Und versuchen natürlich, Frieden zu schließen. Okay, Freunde, das war's dann erstmal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr hattet viel Spaß daran und würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet zu Stefans Mix TV Media War 2 Total War. Und bleibt mir gesund, Freunde. Haltet die Ohren steif und vielen Dank für eure Treue, ja? Ich bin euch dankbar dafür. Okay, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.